Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arclash. Wir waren hier und haben in der letzten Folge so einen Boss gekämpft. Das lief eigentlich auch ganz gut, aber dann irgendwie nicht mehr. Ja, dann kam seine zweite Phase, wo er unglaublich viel Schaden gemacht hat. Und ich habe mir da sowas überlegt. Wo ist denn unsere Heilerin? Denn wir hatten das verbessert. Ja, wir wollten dann vielleicht das den Direkt-Heal verbessern, ne? Ja, das ist hier dieser, ne? Genau. 100 mehr. Ja. Genau, das hatte ich mir überlegt. Und bei der Magierin, was gibt's denn da noch? Da hat mir dieses Umhauen genau benutzt. Und da würde ich vielleicht den Angriffszauber. Den Angriffs, den hier. Genau. Oder auch den Heilezauber, was meinst du? 50 mehr. Das ist nicht so die Welt, ne? Wie viel Schaden mehr macht der? Der Heilezauber? 100. Ne, ich habe mir überlegt, hier diesen Debuff. Weil das nimmt auch ein bisschen Schaden raus. Ja, das ist wahr. Und das ist auch auf dem Boss wirkbar? Vermutlich. Okay, probieren wir es aus. Haben ja im Prinzip nichts zu verlieren. Aber generell würde ich auch hier erstmal weitergehen und gucken, was noch so ist. Vielleicht können wir noch ein Level machen. Wie viel EP fehlt denn? Okay. 700, ja, ich weiß nicht. Wie viel bringt denn so ein Kampf? Weiß ich nicht. Speicher vielleicht nochmal vorher. Den Typ da oben kenne ich da aus. I am Lek Loras, Guardian of the Gate. You have no business here. Turn back. Who are you that you know us? As I was in life and am in death, I am Lek Loras, the first Wheelsword. I recognize my kin in this world and the next. Why are you bound, spirit? This stinks of a trap. Yes, indeed. Why are you here? I serve the Wheelswords. The Lion have called upon the Chimera to destroy the Guild. I was honor-bound to stop her, but I am not strong enough, and with each passing hour, my strength fades. But there is a chance. Yes? Tell us. If you attack, I will channel the last of my power, and we may just succeed in driving her away. Then will you accompany us to the hold and to the patrons? To discover what has befallen us? I will. I would discover the truth of this, for the Wheel Swords are life everlasting. Hilft uns jetzt? Ja, ich wollte es gerade fragen. Er will zumindest irgendwas channeln. Ja, ist die Frage, wollen wir es jetzt nochmal probieren oder vielleicht wirklich erst weitergehen und nochmal schauen, ob wir ein Level machen? Wir gucken hier einfach nochmal ein bisschen. Schadet ja nichts. Nö, sei denn es passiert irgendwas Fürchterliches. Wir können nicht mehr zurück. Entladen wir neu. Da sind wir doch flexibel. Oh, da ist die Tür. Okay. Oh, das ist stark. Sehr viel mit 300% des angerichteten Schaden. Aber das können wir hier wegmachen. Stand drunter. Ja. Dann bufft die sich. Bis hierhin lief es ganz gut. Heilen hier schon mal. Be healed, friend.
vielleicht überlegen, ob man dann nicht wirklich vielleicht das heilen sollte, wenn die wirklich halb tot ist. Weil sonst hast du so viel Overheal und verschwindest quasi eine Menge Mana. Wo war denn da jetzt Overheal? Bei unserem Tank. Aber sowas von. Heilt fast die Hälfte des Lebens. What would you do without me? Da war keiner. Ja. Oh, stimmt mal an. Ja, ich glaube, das funktioniert auch so. So wie viel Pern man dazu bekommen. Gut 200. Das heißt, wir versuchen es nochmal so ein paar Gruppen zu finden, oder? Laufen wir noch ein bisschen? Sind wir wieder beim Anfang? Oh, da sind sie doch. Warum hat es nicht passiert? Das ist eine gute Frage. So. Tank. Das ist Stenzel. Da fliegt der Pfeil. Du bist ja jetzt aber theoretisch ihren eigenen Mensch da treffen, oder? Zumindest in Theorie. Zusammen an. Das sind also unsere eigenen Leute um. Ja? Und es lagen die beide gerade um. Das war cool, da ist bestimmt irgendwas Gutes drauf. Magic Damage. Gut, wir behalten das, was wir haben. Ja, würde ich auch sagen. Speichern und gehen noch ein bisschen weiter. Fehlt nur eine Gruppe. Dann haben wir ein Level ab und dann sollte der Boss eigentlich liegen. Wenn wir keine groben Fehler machen, denn beim letzten Mal hatten wir ihn ja auf wenige Prozent runtergehauen. Und dann war es vorbei. Da gehen wir noch nicht durch. Ja, da finden wir bestimmt noch ihn. Da sind sie doch. Oh. Zwei Valkyrien. Geh das mal hin. Und wir sind heile Dinge. So, die Magierin stellen wir mal hier hinten, weil der castet ja jetzt schon wieder. Ja. Wen auf unseren Tank, damit sie die Leute hier unterbrechen kann. Unterbrochen. Sehr schön. Das sollte nicht vorkommen. Greift er denn an auch unseren Tank sehr gut? Ich dachte, die Heilerin, weil die so nicht leben. Warum hatten wir nicht leben? Ja. Da ist er wieder. Wie viel Mana fehlt? 25. Ich glaube, das sieht nach einem Vibe aus. So, dann ist schon da drauf gemacht, ne? Hat der schon keinen. Warum sind die eigentlich so kaputt? Ich weiß nicht, dass die eigentlich so kaputt sind.
Okay. Jetzt müssen wir diesen Tank mal irgendwie heilen. Von hier hin. Tänze? Was tötet denn die alle? Hold on! Kick me when I'm down! Laden wir das, oder? Ja. Und machen das jetzt ein bisschen klüger. Beziehungsweise achtmal darauf, was uns den Heiler so kaputt gemacht hat. Ja, und vor allem frage ich mich auch, wo die Löwen herkamen. Die kamen ja quasi aus dem Nichts. Ob die da irgendwie patrouillieren oder jemand die gerufen hat? Ich glaube, die wurden gerufen. Von dem Magier. Der erste ging ja relativ schnell tot, das war ja erfreulich. In der Tat. My name is Denzel. Shall I write it on your seat? You? So, Markierin mit der Juwelen. Tank. Ja, sie ist auch schon wieder so verwundet. What would you do without? Vielleicht mal hier rüber stellen. Oh, gecastet. Eigentlich genug Mana. Aber es müsste passen. Und nee. Einfach schon mal. Also, gehen wir aus dem Weg. Haben es voll abbekommen. Und die Dinger sind wieder da. Okay, Denzel steht dumm rum. Ja, der Tank ist auch platt. Problem ist, da kommt zu viel Damage. Bringst ihn bald um. Nein, kam nicht schnell genug. Ja, gut, das funktioniert nicht, da kommen immer diese doofen Löwen. Auf doch mal andersrum, vielleicht patrouillieren die ja wirklich hier. Wäre halt echt nicht schlecht, würde noch so eine Gruppe mal kommen und die wir auch töten könnten. Vielleicht kommen sie aus der Höhle. Wir speichern nochmal und schauen mal hier in der Höhle. Dann schauen wir mal nach.
Okay, da ist zumindest so eine Truhe. Oh, nur Nocker ist rein. Ah, wir können jetzt nur sie steuern. Dann denke ich mal, wir machen hier den Cut. Und erfahren in der nächsten Folge, was in der Truhe ist. Und wo es hier weitergeht, wenn es denn weitergeht. Bis dahin. Tschüss.